Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen, liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf einen weiteren Nebenquest zu. Und zwar hier geht es um der Menschenfresser. Es befindet sich hier. Und zuerst gehen wir mal ein paar Informationen sammeln. Ich will nicht, dass du mit ihm spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt komm da weg. Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakketei davon? Die Philakketei sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte von Sobek besessen sein. Er ist zu verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Er tut nie etwas anderes als beten. Er frisst die Opfer von Sobek. Auf seinem Land verschwindet niemand. Sie tauchen bloß im Fluss bei seinem Haus auf. Soll er seine Ruhe haben? Denkt an sein Kind. Eins, zwei, drei. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier! Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt, wen er will. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Ja, das ist Zeitverschwendung. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Hallo. Wie heißt du? Das ist meine Sobek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist, sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Sobek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Okay. Dann borgen wir uns mal ein Boot. Nick, mehr Leichenteile. Wo kommen die bloß alle her? So, Sherlock Holmes. Noch mehr Blut im Wasser.
Es kommt aus dieser Höhle dort. Bei Amun, was geht da vor sich? Wo bin ich gelandet? Es stinkt nach Tod. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. So, dass ich noch Herstellungsmaterial brauche. Viele Leichen. Alle angefressen. Boah, und dieser Gestank. Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Hallo? Wer ist da? Guter Wein und Erfrischung. Bitte, hilf mir! Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Ich gehe mal kurz hier rüber. So, da ist noch ein Herr. Femverschädigti! Oh, Adidi! Den Göttern sei Dank! Schnell! Wir müssen gehen, bevor er zurückkommt! Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Neck! Dieser Einbalsamierer ist krank! Was für eine Dekadenz! Der Einbalsamierer scheffelt eine Menge Geld. Okay, rauf mit dir. Du da! Halt! Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul! Ein Fluch! Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Etwas Grässliches wird geschehen.
So, mein treuer Freund. Gib den Weg frei! So, gehen wir mal jemanden vermöbeln. Ein Antlitz, einst vor Liebe ruht, wird langsam aschengrau. Nun balsamiere ich dich ein! Ein kranker Mann. Das setzt seinen Taten ein Ende. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Hey! Ich schlitze dich auf!